In einem kleinen Ort in der Nähe von Bad Liebenwerda, in Maasdorf, wo die Schmalspurbahn über elektrifizierte Trassen rollt, die Feuerwehr mit der Bimmelbahn kommt, die Grubenbahn, die Ausflugsgäste zu den Tagebauseen bringt, dicke Brummer unterwegs sind, wo die Schweizer Bahnen eine Außenstelle unterhalten, ab und zu doch noch mal etwas Kohle gefördert wird. Beziehungsweise die Fichtelbergbahn einen Abstecher macht. Läuft sich hier ein ganz anderer Krokofant warm. Die E94, die hier als Modell von Pico auf dem ca. 120 Meter langen Rundkurs etwas nacktig ohne Pantographen unterwegs ist, hatte zum 15. Gartenbahntreffen im Elster-Naturium ihren zweiten Härtetest vor sich. Die Maschine, die im Gegensatz zu ihren handelsüblichen Schwestern ohne Schienenstrom und nur mit Akkus läuft, hatte am vorangegangenen Wochenende beim Saftbahntreffen in Zorbich schon runde 9 Stunden auf wild zusammenverlegten Gleisen, die mehr einer Schlaglochstrecke mit eingebauten Schikanen denn einer Eisenbahnstrecke glichen, sollte hier dann auf sauber verlegten Gleisen mal zeigen, welche Kraftreserven in den neuen Akkus schlummern. Die Lok, bei der erst noch einige Getriebeprobleme abgestellt werden mussten, wurde dann komplett entkernt. Es wurden bis auf die Motoren und die Beleuchtung alle elektrischen Komponenten einschließlich der Schleifer ausgebaut. Stattdessen kamen dann Akkus auf Lithium-Eisenphosphat-Basis, Funkempfänger mit programmierten Fahrregler und der dazugehörigen Regelelektronik rein. Gefahren wird die Lok mit 2,4 GHz Funk bei 18 Volt, wobei die Akkus 10 Amperestunden liefern können. Am Samstag legte die Lok dann in 6 Stunden ca. 12 Kilometer zurück. Zu guter Letzt schleppte der Krokofant ca. 4 Stunden lang einen Zug aus 12 Selbstentladewagen und 8 EAOs mit insgesamt ca. 15 Kilogramm am Zughaken ohne merklichen Geschwindigkeitseinbruch über die Strecke. Das Fahren dieses Lindwurms ohne Entgleisen bzw. Kupplungsabriss erforderte einen feinfühligen Finger am Regler. Da unser Elektroniker Hannes mit dem Programmieren des Soundmoduls noch nicht fertig war, wurde der aus der E94 mal kurz eine V94, wobei irgendwo herumliegende Panzermotoren hörbar für entsprechenden Vortrieb sorgten. Eine Entgleisung gab es, als der zweite Kollege im Kreis mit seiner schienenstromfahrenden Lok keinen Strom mehr in der Schiene fand, stehen blieb und der Kohlezug mit seinen 21 Kilo auf das Zugende rauschte. Während der E94 nur eine Achse raussprang, hatte sich der vorhergehende Zug komplett im Miniatur-Elbe-Elster-Kreis verstreut. Naja, dann bis zum nächsten Mal in Maasdorf, nächstes Jahr im April.